Hannover ist in diesen zwei Tagen zu einem Ort der Begegnung und der internationalen, zukunftsweisenden Tanzszene berufen worden. Aus ca. 50 Ländern bewerben sich jedes Jahr knapp 260 Choreografen. 100 junge ausgewählte Talente reisen nach Hannover, um ihre Arbeit zu präsentieren. Nicht weniger als 14 Duette, 3 Solisten und eine Dreiergruppe sind vertreten. Der Wettbewerb ist ja dafür da, Ihnen eine Zukunft zu geben als Choreograf. Und das ist auf viele Weise. Auf der einen Seite können Sie die Preise gewinnen, also erster, zweiter, dritter Preis. Das sind Geldpreise, aber es geht nicht so sehr um Geld, sondern eher um das Renommee, um gesehen zu werden. Für die Tanzinteressierten ist die Veranstaltung eine Sensation. Exzellente, wunderschöne Choreografien mit perfekter Körperbeherrschung sind zu sehen. Ein interessantes und vielseitiges Publikum ist zugegen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, deswegen freue ich mich umso mehr, was die heutige Nacht oder Abend bringt. Der 32. Internationale Choreografiewettbewerb bietet Tanzgeschehen auf höchstem Niveau. Ich habe früher Ballett getanzt und es interessiert mich immer noch sehr. Die besten Choreografen erhalten einen der Produktionspreise. Aber auch wer ohne Preis abreist, ist durch die Teilnahme nun im Netzwerk des zeitgenössischen Tanzes tief verankert. Ein Komponist schreibt sein Werk auf Notenpapier, ein Maler malt auf Leinwand, ein Dichter schreibt seine Worte. Ein Choreograf? Sein Werk existiert nur, wenn es getanzt und aufgeführt wird.